Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sims 2 4 Jahreszeiten. In meinem letzten Video oder in den letzten beiden habe ich das Untergeschoss ein bisschen umgebaut. Und jetzt werde ich mich aber wieder dem normalen Spielverlauf widmen und wir nähern uns der Hochzeit. Ich gucke mal, ob ich hier am nächsten Tag hinbekomme. Das ist dann Samstag, wo der Philipp frei hat. Ach nee, das wollte ich nicht machen. Ich sollte eigentlich die Toilette benutzen. Mir fällt gerade auf. Ich habe beim Umbauen vergessen, das Bücherregal wieder hinzustellen. So. Aber ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Feuermelder war da, Kaffeemaschine, Saftpresse, Fernseher, Telefon, Licht, ha, Licht fehlt. In der Küche. Ich sowieso schon so viel Geld ausgegeben habe, setze ich jetzt hier nochmal die Billiglampe rein. Der Essig ist auch ein bisschen dunkel. Die Lampen machen nicht so ein schönes Licht. Es gibt so ein paar Lampen, die ein bisschen wärmeres Licht abgeben. Gefällt mir in der Regel besser. Philipp darf jetzt auch gleich schlafen gehen und dann nähern wir uns dem Hochzeitstag. Ich denke nicht, dass ich das, also den ganzen Hochzeitstag noch in einem Video schaffe. Vielleicht werde ich das Video hier einfach früher beenden, damit das, damit ich mehr Zeit habe, im nächsten Video die Hochzeit zu machen. Weil es wäre schon ganz schön, wenn ich das wirklich von vorne bis hinten in ein Video bekommen würde. Ja, Sophie habe ich jetzt ein bisschen früh ins Bett gehen lassen, deswegen ist jetzt mitten in der Nacht wach geworden. Keine gute Voraussetzung. Aber dann darf sie an ihrem Hochzeitstag einfach nur ein bisschen länger schlafen. Und nicht das Radio anmachen, nein, 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 ausschalten. Nicht sehr partnerschaftlich. Ja, aber jetzt ist er auch wach, jetzt kann ich ihn nicht wieder ins Bett legen, weil er zu wach ist. Ganz klasse gemacht, Sophie. Darfst du erstmal was essen? Guter Start in den Hochzeitstag. Vorher erstmal irgendwie die Nacht durchmachen. Das kommt davon, wenn man solche Sachen versucht zu planen.
Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache, dass die nicht. Entweder müssen sie so viel Energie verlieren, dass ich sie noch irgendwie morgens wieder ins Bett gehen lassen kann, so dass sie irgendwie so mittags wach sind für die Hochzeit. Oder ich müsste sie jetzt irgendwie. Manchmal können sie so meditieren oder sowas dann. Aber das geht leider bei beiden nicht. Ja, da muss ich sie jetzt leider so mal ein bisschen müde machen lassen. Ja, müde machen lassen. Aha, hier bin ich. Besten bewegen, einschalten. Komm schon. Zusammen tanzen. Dass sie wieder müde werden. Dann kann ich sie wieder ins Bett legen. Sport ist da eigentlich immer ganz gut. Ups. Trainieren und. Okay, ist gerade Moskau. Gucken, ob er dann mittrainieren kann. Ja. Wir machen uns fit für den Hochzeitstag. So hatte ich mir das zwar eigentlich nicht vorgestellt, aber sobald sie müde genug sind, dass sie wieder schlafen gehen können, werde ich das machen und dann werde ich sie am nächsten Morgen so lange ausschlafen lassen, dass sie fit sind für den Hochzeitstag. Also, und das dann alles im nächsten Video. Ich hoffe, dass ich alles dann unterkriege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.